Hallo, liebe Minecraft-Freunde von da und fern und willkommen in einer weiteren Folge, Folge 199, Let's Play Minecraft. Mit mir, dem Watercave-Crafter. So, das wird gerade dunkel, prima, legen wir uns hin, pennen wir erstmal gleich eine Runde zum Folgenbeginn. Gestern haben wir angefangen, eine schöne Straße zu bauen, beziehungsweise einen kleinen Trampelpfad. Und das möchte ich ganz gerne in dieser Folge nochmal erweitern, so ein bisschen. Finde ich ganz cool. Aus dem Grund möchte ich mir mal ein bisschen was bauen. Ich schau mal gerade, haben wir irgendwo hier noch Eisen drin? Wo sind hier das Eisen? Sag bloß, wir haben kein Eisen mehr. What the fuck? Was? Wir haben kein Eisen mehr, Leute. Das haben wir vor. Doch, da war Eisen. Oder? Wow, da war Eisen. 12 Mal. Oh mein Gott, das ist hier reinster Chaos hier. Das nehmen wir mal mit. Mein Gott, aber ist der betrunken heute hier, das Männchen? Oder was? Ich bin ja auch nicht. Oder bin ich betrunken? Ich glaube nicht. So, ich mache mir mal eben 3-mal eine Pickaxe klar. Aus Eisen, die hält einfach länger. So, Effizienz oder was kloppe ich mir da jetzt nicht rauf. So, 1, 2 und 3. Die aus Stein, die Nudeln waren noch ab. Dann hätte ich gerne, dass wir hier die Kohle, die packen wir mal da eben in den Ofen rein, weil die brauchen wir nicht. Und der ganze andere Kladderadatsch hier, komm, dann machen wir mal hier unsere Grabbelkiste. Da schmeiße ich jetzt erstmal alles da rein. Kies brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Andesit brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich erstmal nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich nicht, das brauche ich, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich gleich, das brauche ich nicht. So sieht's gut aus. Das brauche ich auch erstmal nicht. Das brauche ich. So, sieht gut aus, muss ich ganz klar sagen. Das brauche ich auch. Ist da noch irgendwo was mehr? Bruchstein? Bruchstein. So, und dann möchte ich mir gerne noch was bauen. Und zwar hier diese Geschichte. Mal ein bisschen so Treppe bauen. So, 40 Stück sollten mir erstmal reichen. Jetzt geht's schon nach oben. Ja, wir sind heute wieder fleißig. Und jetzt bauen wir im Endeffekt unsere Straße weiter. Die wird natürlich ein bisschen verbreitert, das ist logisch. Da müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen was abbauen. Und zwar in diese Richtung. Jetzt ist die große Frage, und zwar, wie breit machen wir den Spaß? 1, 2, wie sieht denn das aus? Oh, das ist mir ein bisschen zu klein, ehrlich gesagt. 4 sieht gut aus. Wir machen mal so 4 breit, so, ne? So. Ja, das sieht gut aus. Das lassen wir dann erstmal so. Das sieht zumindest so dann auch nach Straße aus. Ne? Weil was soll da so ein kleines Ding da irgendwie? Das mag mir nicht gefallen, aus dem Grund. So, jetzt kommen wir hier. Pass mal auf. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt will ich hier gerne so eine Stufen bauen. Jetzt hätte man natürlich auch Slabs nehmen können. Aber da das ja eh nur so ein Weg ist, das stört natürlich hier. Das nehmen wir dann weg. Ja, glaube ich, bin ich damit ganz zufrieden. Klar, alternativ hätte man jetzt auch diese Slabs nehmen können. Die sind da nicht ganz so, dass das so krass aussieht. Ich weiß gar nicht, möchte ich das? Will ich das? Möchte ich das? Irgendwie steht auf unserer Straße hier irgendwie ein Baum. Also, den müssen wir dann wohl wegnehmen. Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig. Der muss weg. Den müssen wir leider fällen. So. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Es stehen ja genug Bäume hier. Und dann haben wir auch gleich wieder neues Holz. Ist auch toll. So, das bedeutet, im Endeffekt, hier würden jetzt wieder Stufen entkommen. Na, da nicht. So, hier müssen wir irgendwie ein bisschen Löcher stoppen, glaube ich. So, da kommt... Hey! Hallo! Ich habe gesagt, eine Stufe soll dahin. So. Und zwar, hier, die muss auch nochmal weg, weil die sitzt ja ein bisschen sehr falsch. Also, da, das geht da mal gar nicht so. Und da kommt jetzt nämlich dahin. So, prima. Jetzt geht's hier erstmal weiter mit Löcher stopfen. Mein Gott, hier ist ja richtig was zu tun hier. Voll die Mega-Baustelle schon. Gleich so früh geht es los hier mit Baustellen. Mitten im Wald. Fängt ja schon wieder an, alles zu asphaltieren. So. Dahin. Das geht weg. Hier machen wir kurz das Angleichen. So, wie sieht das aus? Oh, hier toll. Okay, das nehmen wir mal eben mal weg. Stört mich irgendwie so ein bisschen. Stoße ich mir mal den Kopf am Geäst, weil Äste im Auge ist immer blöd. Also, ja. Ja, okay. Sehr schön. So, jetzt geht's hier weiter. Da setzen wir dann wieder schön. Ja, das ist ein bisschen. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber mal gucken, wie es dann aussieht, wenn es komplett fertig ist. Ich bin mega gespannt irgendwie. Ich freue mich auch richtig, dass dann diese Straße fertig ist. Dann haben wir schon mal einen schönen Weg irgendwie. Finde ich gut. So, hier haben wir so viel Einzelgedöns. Hier Kabel. So, ach komm, wir machen das mal als erstes. Okay.
So, jetzt stört das schon wieder tatsächlich hier so ein Baum. Also, das mag mir ja gar nicht gefallen. Die müssen wir gleich mal wegnehmen. Der Bäumsche. Okay, das ist ja sehr kostspielig. Also, wir müssen wahrscheinlich dann auch noch mal ein bisschen farmen gehen. Da ist schon wieder ein Baum. Oh Gott, Leute, jetzt müssen wir ja erstmal vielleicht auf Holzfäller machen hier. Oh, auch noch so ein hoher. Mal gucken, ob ich rankomme. Ich hoffe es. Ansonsten müssen wir uns nach oben stacken. Ja, prima, bin rangekommen. Sehr schön. So, dann machen wir gleich erstmal da ein auf den. Okay. So, lag da etwa hinten noch ein bisschen was rum? Ja, eine Treppe liegt da noch rum. Vielleicht könnte man da hier sogar so einen Graben damit Wasser machen. Also ich lasse mir da mal ein bisschen was einfallen noch. Ich versuche das Ganze, wie gesagt, optisch schön zu machen. Wie gesagt, hetzen tue ich mich nicht. Wir haben mehr als genug Zeit. Und deswegen, ja, gut Ding wollen Weile haben, ne? So nach dem Motto, so gehe ich da ran. Okay, jetzt geht's hier erstmal weiter mit ein bisschen Zuckungen. Aha. Gewusst wie. So, prima. Das muss natürlich auch weg. Das despawnt jetzt aber gleich automatisch. Da brauchen wir uns nicht drum kümmern. So, da fehlt natürlich noch ein Block. So, da geht es dann wieder los mit Stufen. Einmal da, einmal da, einmal da und einmal da. Hier fehlt jetzt zweimal der. Eins und zwei. Schade, das ist schön mit Blümchen. Ja, genau. Jetzt könnte man ja mal ein paar neue Themen ansprechen irgendwie. Und zwar mit der Geschichte Livestream. Ja, immer wieder spannendes Thema. Und Leute, ich habe neulich wieder so einen Bock gehabt, einen Livestream zu machen. Das glaubt ihr gar nicht. Dann wollte ich das machen und dann hat es wieder mal technisch nicht funktioniert. Jetzt aktuell sitze ich gerade dabei und überlege mir, ob ich mir so eine Maske machen sollte. Wisst ihr, dass das so ein bisschen schöner von der Optik auch aussieht, dass der, ja, das Stream-Fenster, wie ich es nennen möchte, mal so ein bisschen schöner gestaltet ist. Da kann man einiges machen. Und bin natürlich immer noch am Überlegen, ja, Webcam oder beziehungsweise Facecam ja, Facecam nein. Das ist dann auch immer so eine Sache. Einerseits finde ich das ganz gut, nur ich finde, es passt jetzt nicht immer wirklich zu Minecraft. Und von euch die Meinungen, die gehen da auch sehr weit auseinander. Also der eine sagt, ja, unbedingt, unverzichtbar, brauchen wir. Du musst dich da zeigen, wie doof du dich anstellst und so, ne? Und die anderen, die sagen, ja, komm, hör auf, ey, was soll das? Das ist für andere Spiele interessant, aber jetzt nicht für Minecraft, ja. Also das ist sehr gemischt. Ich würde sagen, fast 50-50% etwa, wie sich das verhält. Und ja, deswegen, also bin ich da mit mir selbst ein bisschen im Zweifel, ob ich das wirklich machen möchte. Ne? Also, naja, warten wir einfach mal ab, wie gesagt, was die Zeit bringt. Aber eine Maske mache ich trotzdem mal fertig. Dann kann man die schön auf Twitch schon mal angleichen und sieht ja auch einfach ein bisschen schöner aus, auch wenn das ein bisschen ansprechend gestaltet ist. Und auch hier lasse ich mir natürlich Zeit, ist klar. Da möchte ich gar nicht hetzen. So, das müssen wir auf jeden Fall aber wegnehmen hier. Weil ansonsten klappt das nicht, dann wird das hier alles schief. So, das kann weg. Das kann weg. So, und dann müssen wir, glaube ich, bald mal wieder eine Runde farmen gehen, weil ich glaube, was die Steine angeht, da brauchen wir noch ein paar. So, ja, jetzt wird es ja ganz wild hier. So, dann heißt da einer hin, da einer hin, da einer hin. Jetzt geht es nämlich hier erstmal kurz nach oben. Da sind schon Steine drin. So. Ja, was machen wir denn jetzt? Also, die müssen wir dann austauschen. Wobei, die sind schön immer, dieser bemooste Bruchstein. Ja, ich tausche die mal eben aus. Bemooster Bruchstein. Ja, da können wir bestimmt auch noch früher oder später das ein oder andere interessante Teil mitbauen. Für Brunnen zum Beispiel finde ich diesen bemoosten Bruchstein immer richtig cool. Der ist so richtig schön, so wie Algen sieht das aus. Also ist eigentlich ein recht schöner Stein. Nur ich will den jetzt auch nicht hier drin lassen, weil ich finde schon, die Straße sollte einheitlich aussehen. Und da stört mich das dann da drin. Ja, deswegen nur so. Okay, jetzt geht's erstmal weiter mit den 1, 2, 3 und 4. Jetzt geht's hier nach oben. Jetzt ist da wieder ein Bäumsche. Bäumsche müssen wir gleich wegnehmen. Wow, wir können echt gleich schon wieder farmen gehen. Also in dieser Folge gehen wir auf jeden Fall noch farmen, weil wir brauchen auf jeden Fall Steine. Boah, sieht aber schon geil aus, muss ich sagen. Sieht cool aus. Und dann überlege ich mir noch eine Rinne hier ranzubauen. Also da bin ich ja direkt echt am Überlegen, ob wir das, boah, und das vielleicht mit, oh Gott, da muss ich mir mal einfach lassen. Machen wir das aus Granit vielleicht sogar, oder machen wir das aus Steinziegeln, so eine Steinziegel?
Eieiei, also da bin ich mal gespannt, was ich mir da einfallen lasse. So. Okay, da ist erstmal weg der Baum. Da kommt gleich noch ein Baum. Da können wir gleich wieder die Axt schwingen. Okay. So. Klasse. Gut, jetzt kommt das nächste Teil. Das wäre jetzt hier. Allerdings muss der Baum hier, wie schon angekündigt, weg. Aha, da haben wir ein Problem. Ja, hier haben wir auf jeden Fall ein Problem, weil der ist höher. Also da müssen wir uns irgendwie was einfallen lassen. Also auf jeden Fall nach oben stecken. Das ist jetzt hier ganz wichtig, weil anders kriegen wir es nicht gebacken. Habe ich überhaupt noch eine Axt bei? Ja, habe ich. So, hier müssen wir uns auf jeden Fall nach oben stecken. So, und jetzt geht das hier immer wie eine Spirale nach oben. Und nur so können wir den fällen. Im Sonnenuntergang. Macht sich gut. Dann kommt man doch glatt wieder auf hier Nostalgie auf Eldercraft oder so. Da erinnere ich mich noch. Um auf Level 48 zu kommen oder so. Und dann die ganze Zeit dann in der Abbauwelt die Bäume da abholzen. Das war wirklich extrem. Apropos Eldercraft. Ja, da möchte ich doch auch noch mal jemanden grüßen an dieser Stelle, der, falls ich es richtig verstanden, gar nicht YouTube hat oder irgendwie irgendwas war da gewesen, der mich auf Instagram. Ja, irgendwie, da habe ich ja auch den Watercave Crafter, ne? Da, ja, Profil, ne? Da mache ich ja ab und zu mal ein bisschen Werbung, wenn ich da was hochgeladen habe oder wenn ich da was Lustiges gebaut habe, ja. Und da ist einer auf mich aufmerksam geworden. Tut mir leid, ich habe leider den Namen vergessen. Und der hat gesagt: Mensch, Alter, Watercave Crafter, mach doch mal ein bisschen wieder Elderkraft, ja. Und da hab ich gesagt: Oh, die Eldercraft jetzt gerade momentan. Wow, ist ein geiler Server, ganz klar, aber irgendwie habe ich nicht die Zeit und die Muße und die Motivation vor allen Dingen, weil jetzt Captive wirklich erstmal Priorität hatte und auch davor gestrandet, wie gesagt, ist ja auch mittlerweile schon abgeschlossen. Und dass ich gesagt habe, du, also wenn überhaupt nur als Livestream dann auf Twitch oder was, ja, aber ist momentan echt noch nicht geplant. Aber ist eine schöne Anekdote jetzt, die wir erzählen konnten, weil, ja, natürlich, Eldercraft, ich bin da noch angemeldet, ich habe mich da jetzt nicht gelöscht, weil wäre ja auch ein bisschen blöd. Ich vote da auch noch ganz fleißig und somit unterstütze ich ja den Server auch, ne, so ein bisschen. Und das mache ich schon noch, ja. Aber ich bin jetzt halt nicht mehr ganz so begeistert, weil man einfach schon alles gemacht hat, ja. Das nächste Ding wäre eine eigene Stadt, so. Und da fühle ich mich ganz ehrlich als Architekt noch nicht in der Lage zu, weil ich finde, ich baue noch viel zu bucklig und vor allen Dingen ist es auch wirklich nicht mein. Ja, ich bin einfach mehr so der Experimentalarchitekt, ja, so der wirklich so in der Höhle dann anfängt, da Ausstattungen zu machen, irgendwas Verrücktes zu bauen. Ja, deswegen ist vielleicht auch hier im Let's Play das für mich so ein bisschen Übung, die man da machen kann irgendwie. Das ist soweit ganz cool, finde ich, weil, ja, dann weißt du halt so, okay, dann baust du die Straße lieber so oder, ja, dass es von den Proportionen besser aussieht und so eine Geschichten halt, ne? Anstatt gleich so ein Projekt Stadt, vor allen Dingen kostet die da auf Eldercraft auch einiges. Also ich glaube, da ist unter einer Million ist da gar nichts zu machen. Also Millionen Taler, nicht Euro, ja. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, Freunde. Und das ist halt natürlich eine Sache so, ja, da muss man mal erstmal schauen. Aber wo ist der Creeper eigentlich? Da war doch gerade ein Creeper. Hallo? Creeper? Nicht, dass er hier meine Straße wegsprengt. Wo ist denn der? Ich hab von oben, habe ich den. Da steht er. Der tarnt sich da hinter dem Hügel. Gleich kommt er angewackelt. Sie gucken sich in die Augen. Jetzt kommt er. Oh. Komm, explodieren kannst du gerne, aber hier unten bitte. Komm. Komm, jetzt kriegst du eine Axt im Kopf. Peng. Woo. Hast du mir neue Steine gegeben? Danke. Danke. Hör mal, Dank, da ist eine Höhle. Gucken wir uns später auf jeden Fall auch noch an, was da Phase ist. Also hier gibt es erstmal noch mal kurz ein bisschen Holz. Also das hat sich gerade richtig gelohnt und das habt ihr gesehen mit dem Holz. So, aber um das Thema oder beziehungsweise den Satz abzuschließen, wollte ich einfach noch mal sagen, ja, der Herr ist auch auf Instagram tätig. Ja, also die letzte Zeit liegt auch daran, jetzt endlich mal WLAN, Leute. Ja, ich habe WLAN beantragt. Ah, wie verrückt ist das denn? Ey, das ist für euch wahrscheinlich voll normal. WLAN? Ja, natürlich. Haben wir doch schon ewig und 3 Tage. Ist doch nichts Neues. Aber für mich ist das echt neu. Ich hatte hier voll die alte Baumleitung gehabt, ja. Noch nicht mal eine Fritzbox. Ich hatte zwar mal eine Fritzbox, aber
Die ist von einem anderen Vertrag gewesen. Es war noch zu Zeiten von AOL. Falls noch jemand AOL kennt, auch gesagt AOL haben wir Insider immer gesagt, weil AOL damals immer so oft ausgefallen ist. Das war auch echt so ein Provider, der war echt so gang und gäbe. Das war absolut modern gewesen, bei AOL oder AOL zu sein. Da gab es die irresten Sachen in den 90ern, ja, und 2000ern. Das war wirklich lustig. Da gab es dann noch so die Geschichte so Freenet und so, dann haben sie alle angefangen, ne? Aber so AOL hatte so seinen eigenen Browser gehabt. Und das war wirklich gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Also es war wirklich, da gab es dann auch so ein Chat dann, das erste Mal chatten. Also Leute, da kann ich euch Anekdoten erzählen und Abenteuer, die man da erlebt hatte früher, mit wirklich so ein 56K-Modem, weißt du, so hat das auch voll Geräusche gemacht. Und ich dachte, oh geil, hier wie Funk, ey, weißt du, wie beim Militär irgendwie, so ein Funke. Und es war wirklich, Baumleitung passt es, das hat sich angehört wie vom anderen Stern, ey, das war wirklich extrem. Und dann natürlich langsam, ne, also da war jetzt nichts gewesen hier irgendwie mit 100.000er, 200.000er und so. Naja, und dann gab es diese Generation, was heißt Generation oder die Zeit, wo man dann halt sich weiterentwickelt hatte. Ne? Es wurden andere Kabel gelegt, da gab es dann Breitband und was es dann alles gab, dann halt Kabel Deutschland. Ne? Das gab es ja dann später. Und dann habe ich mich dann auch entschlossen, ja, cool, die sollen gut sein, die sind günstig und so. Und dann habe ich mich natürlich auch dafür entschlossen, ne? Ist klar. So, dann hatte man dann so die erste so 50, was heißt 20.000, glaube ich, hatte man gehabt, 20.000, ne? Also irgendwas hatte man und das war dann halt auch so schon voll das Geile. Naja, und irgendwie bin ich da drauf stehen geblieben, hatte mich nicht mehr drum gekümmert. WLAN, als es dann rauskam, letztendlich hätte ich neu beantragen müssen. Dann hatte ich meine Vertragsdaten verbummelt gehabt, weil ja, ja das Genie beherrscht das Chaos, ne? Und so ist es passiert. Und jetzt habe ich durch einen Zufall mehr oder weniger, kam ich dann auf die Idee, auf die Muße, dass ich sagte, komm, jetzt ist es an der Zeit, probierst du das einfach mal. Und ja, das habe ich jetzt gemacht, habe da angerufen in der Hotline, habe die Probleme geschildert. Ja, und dann konnten sie mir tatsächlich dann auch weiterhelfen. Und das war natürlich richtig cool. Und freue ich mich riesig. Und jetzt bekomme ich WLAN. Also ich denke, das Anschließen, das sollte eigentlich kein Problem sein. Haben wir noch, ja. Und ja, ganz klar, freue ich mich drüber. Und dann kann man Instagram auch zu Hause noch mehr nutzen. Weil das war letztendlich die Anspielung gewesen, weil ich sonst immer auf Instagram die ganzen Minecraft-Sachen so immer auf Arbeit dann hochgeladen hatte. So als ich im Büro saß halt, ne? Da habe ich das dann da gemacht. So, ich dachte gerade, das zischt hier, aber hatte ich nochmal Glück gehabt. So, wir gehen jetzt erstmal hier runter, weil ich möchte noch ein bisschen weiterfahren. Ihr könnt euch das denken, warum. Ganz klar, wir brauchen neue Stufen und wir brauchen noch einen Cobblestone. Aus dem Grund gehen wir hier einfach mal noch ein bisschen farmen. Ich bleibe auch wieder hier drin. Sieht irgendwie ganz sympathisch aus. Und aus, ja, können wir noch mal machen, oder? Hier oben können wir übrigens mal zumachen. Ich bin ja so ein ordnungsliebender Mensch. Deswegen machen wir hier einfach mal zu. Gut, so ordnungsliebend bin ich auch nicht. Weil ansonsten würde ich das ganze Ding jetzt hier tatsächlich aus Cleanstone machen. Aber da habe ich jetzt auch keine Lust. So, dann machen wir das zu. Auch wenn das jetzt verschwenderisch ist. Aber das ist mir egal. Ich mag das einfach nicht. Ich will das nicht. So. Will das ordentlich haben. So, perfekt. Mach zu den Deckel hier. Da hinten war auch noch offen. So. Ja, sieht doch gleich viel schöner aus. Naja, außer hier vielleicht. Jetzt ist aber alles zu, oder? Naja, gut, hier noch nicht ganz. Und da müssen wir uns immer was einfallen lassen, wie wir da dann nach oben kommen. Also da müsste ja zumindest der hier weg, sodass wir dann danach... Okay. So, gut, dann würde ich sagen, bauen wir uns weiter in die Tiefe. Jetzt ist hier oben natürlich auch... Ach, jetzt ist hier auch weg. Ist ja klasse. Nehmen wir weg, tun wir dazu. Wir machen das so. Okay. Ja gut, dann bauen wir das jetzt so ab. Uns kommt es ja eh auf die Steine an. Können wir da so eine kleine Stufe reinbauen. Ja, das waren also die Anspielungen an eine vergangene Zeit, das Zeitalter des Internets. Ich bin mitten reingewachsen, wenn man so will, als es erfunden wurde oder ich sag jetzt mal für den Privatgebrauch erfunden und konzipiert wurde. So ein bisschen, ja, da habe ich angefangen damals noch mit AOL. Ich glaube, das war die Version AOL 2.0. Gab es dann schon von CD-ROM. Lag dann meistens immer beim Kaisers Tengelmann rum. Ja, schaut mal an, selbst Kaisers Tengelmann gibt es gar nicht mehr als Einzelhandel, ne? Als Kauf, als Ladengeschäft hier. Was soll ich sagen? Als Discounter. War das eigentlich ein Discounter, Kaisers Tengelmann? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, diesen Lebensmittelmarkt gibt es auch nicht mehr. Also da seht ihr mal, was ich für ein alter Sack bin. Ja, wirklich alter Sack. Der immer noch Minecraft zockt. Unglaublich. Leute, Leute, Leute.
Ja, so war das alles, ja. Gut, Instagram ist ja noch recht neu, modern und auch beliebt, auch das ist klar. Finde ich auch toll, um Werbung zu machen oder mit Leuten schnell in Kontakt zu kommen, ist Instagram wirklich gar nicht mal schlecht, wenn ich nicht so schreibfaul wäre. So ein Bildchen hochzuladen und mit den eigenen Filtern zu bearbeiten, ist ja doch dann eigentlich very easy, wenn wir mal so wollen, ja. Aber dann so wieder kommunizieren auf dem Smartphone, ich weiß nicht, das liegt mehr so den Mädels, glaube ich. Die Mädels sind da mehr so für so anfällig, ja. Die tipseln da auf ihre Smartphones rum, wenn man sich das anguckt, ich so, boah, das sind die geborenen Tippsen irgendwie, ja. Also. Ganz komisch irgendwie. Da ist auch das Smartphone nicht mehr wegzudenken. Ich sag dir, auf der Evolutionsskala, wenn wir 1000 Jahre weiterdenken, dann gibt es dann Abbildungen des Menschen, der nur noch mit einem Puckel durch die Gegend rennt, weil er immer nur auf sein Smartphone guckt. Gibt es ja auch schon. Gibt es ja so ein paar Grafiken, haben sich ja so ein paar Designer was einfallen lassen. Und so schaut das Ganze dann aus. Ist schon verrückt irgendwie, finde ich, ja. Aber macht Spaß, wie gesagt. Also ich habe dadurch schon viele interessante Minecrafter kennengelernt. Auf Instagram, die wirklich richtig geil bauen können. Es waren jetzt ein paar ausländische YouTuber gewesen. Ich glaube, ein Australier war unter anderem mit bei und ein Grieche. Und die konnten wirklich richtig geil und richtig schön auch bauen. Also das sah wirklich richtig cool auch aus. Also Wahnsinn. Wirklich interessant. So, jetzt bauen wir hier aber zumindest erstmal weiter den Cleanstone ab. Den brauchen wir ganz dringend. Und dann werden wir uns auch gleich wieder neue Stufen machen. Und ich bin wirklich am Überlegen, dass wir da so eine Slabs hinbauen am Rand. Wir haben jetzt so eine Straße, die ist, oder ein Weg, Pfad, nennt es wie ihr wollt, die Yellow Brick Road. Ja, und die ist jetzt so 4 Block breit. Und da bin ich fast am Überlegen, wie gesagt, so eine Art, ja, Erhöhung, so eine Art Gehweg noch zu bauen. Und das Ganze aus Slabs, allerdings nicht die Cobblestone Slabs, weil das würde mir ein bisschen zu, ja, ich weiß nicht, zu plump aussehen. Und da habe ich halt überlegt, es sieht filigraner aus, wenn wir das aus normalem Stone machen. Das heißt, wir müssten dann mal so ein Stacken. Ich überlege gerade, ob ich wirklich ein oder zwei, drei Stacken mir mal einschmelzen sollte. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Und dann im Endeffekt diese Teile da machen. Oder man macht es wirklich sogar noch aus Steinziegel. Diese Variation gibt es ja dann auch noch. Wobei das schon wieder zu unruhig aussehen könnte, ne? Weil der Cobblestone ja schon so ein bisschen unruhiger ist. Ich glaube, ich werde Stein nehmen, Leute. Ja, klar, jetzt könnte man auch sagen, machst du polierten Andesit oder so da noch hin, sieht auch geil aus. Ja, aber auf so eine große Strecke, Leute, das wirkt dann auch nicht. Ja, so für Plätze und so, da ist das toll. Aber wenn du nur so eine 4 Block große Straße hast oder breite Straße, ja, dann wirkt es nicht und ist auch viel zu viel, um abzufarmen. Da müsste man noch wesentlich länger farmen. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so die große Lust zu. Wobei hier würde ich mir jetzt gerade ein bisschen Effizienz 5 wünschen irgendwie. Das wäre schon toll. Aber muss dann halt auch so gehen. Ja, die Folge haben wir auch schon wieder fast geschafft irgendwie. Geht in der nächsten Folge dann weiter mit dem Farm. Wir werden dann fleißig hier irgendwie abbuddeln und uns durch den Fels hier durchschlagen. Bis jetzt übrigens noch keine einzigen Erze, außer ein bisschen Kohle. Ansonsten ist ja erstmal gar nichts, also Erntetrente. Da ist noch nicht mal Eisen kam bis jetzt zum Vorschein. Also es ist sehr eigenartig. Jetzt höre ich gerade eine Spinne. Vielleicht verbirgt sich jetzt hinter der Wand eine Höhle. Könnte noch mal ein bisschen spannend werden. Ich setze hier mal eben eine Fackel. Joa, ist so cool. So, ich glaube, einen Durchgang schaffen wir noch und dann ist die Folge auch zu Ende. Wie sieht's aus? Ist dahinter was? Da, ja, da ist irgendwas. Da ist zumindest Erde aus irgendeinem Grund. Was ist da? Bin ich aber gespannt, was dahinter ist. Jetzt ist da. Sag mal, ist hier schon ein Berg oder was? Sind wir hier so knapp unter der Erdoberfläche? Das kann ich gar nicht glauben. Na gut, manchmal ist ja auch Erde unterirdisch im Erdreich drin. Also Erde! Erde! Und nicht einfach nur Dirt! Aber auf jeden Fall ist hier irgendwo eine Spinne. Hör ich ganz deutlich. Die zischelt mir hier gerade in mein linkes Ohr rein und flüstert mir irgendwie so: Zische, ich hab Appetit auf dich. Watercave Crafter, du schmeckst heute aber bestimmt lecker. Hast doch vorhin so leckere Pfannkuchen gegessen. Zucker, lecker. Ja, so kommt die rüber irgendwie und stöhnt mir hier voll ins Ohr rein. Keine Ahnung. Oh, da kommt das erste Eisen hier. Na, ist ja prima. Da haben wir jetzt auch ein neues Eisen hier entdeckt. Wird ja langsam mal Zeit hier. Wir haben hier schon fast die halbe Wand hier eingerissen hier aus. Wie viel Platz wir schon geschaffen haben. Es wird ein Riesenlager.
Es ist ja eigentlich nur unsere Steinfarm, so der Steinbruch. Und da verbirgt sich tatsächlich hier noch ein bisschen Eisen. Schön. Können wir gut gebrauchen. Gerade für Eisenspitzhacken prima. Halten ja doch ein bisschen mehr aus und geht schneller als Stein. Deswegen perfekt läuft. So, wir können ja gleich mal schauen, wie viel wir haben. Eins decken können wir dann auch schon in den Ofen reindonnern oder zwei vielleicht sogar, je nachdem, ob wir Überschuss haben. Dann kann das schon mal durchschmelzen. Daraus machen wir Cleanstone. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge, weil dieses jetzt gleich definitiv um, beziehungsweise ist schon um. Ich knall ja noch ein Introfeuer rauf und aber ich will noch unbedingt diesen einen Durchgang hier, den möchte ich gerne noch mitnehmen, bevor wir uns verabschieden gemeinsam. So, jetzt sind wir aber auch wirklich gleich durch. 1, 2, 3, 4, 5. So, sind wir durch. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse und bis morgen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft mit dem Water Cave Crafter. Ciao, ciao.